wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Ich grüße euch ganz herzlich. Und vor allem die, die heute zum ersten Mal da sind, gibt es da jemanden? Seid herzlich willkommen und fühl dich wohl bei uns. Und ich finde es sehr schön, was wir gerade gesungen haben. Er lebt in uns. Er lebt in uns. Und danke, Jesus, dass du in uns lebst. Das tut so gut zu wissen, du lebst in uns und da kann uns gar nichts passieren. Egal wie dunkel die Zeit oder die Welt gerade ist, du lebst in uns und das bedeutet, dass auch das Licht in uns lebt. Danke für diesen Gottesdienst und danke, dass du hier bist. Danke, dass Licht scheint und danke, dass du neu heute dein Licht in unsere Herzen hineinscheinen möchtest. Wir ehren und wir preisen dich. Amen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir in den Lobpreis gehen, noch eine Ergänzung zu meiner Predigt letzte Woche sagen. Und zwar, ich habe diese Woche gelesen von Friedrich Bodelschwingh, Warten ist ein freudevolles Ding. Also hätte ich das vor meiner Predigt gelesen, hätte ich euch das noch mit hineingebracht. Ich fand das, Warten ist ein freudevolles Ding. Und wenn wir über ihn nachdenken, scheint die Hoffnung in uns. Also warten ist auch gleich Hoffnung. Advent ist Hoffnung. Advent bedeutet Licht und Neues, was wir erwarten können. Und da möchte ich euch ermutigen, mit dieser Erwartungshaltung heute in diesem Gottesdienst zu sein. Öffnet eure Herzen, lasst euch vom Lobpreis mit hineinnehmen, lasst euch vom Wort mit hineinnehmen, weil Jesus euch heute was sagen möchte. Er möchte heute neu in eure Herzen sprechen. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Gottesdienst und danke, dass ihr uns in den Lobpreis leitet. Du bist heilig, Herr. Alle Erde ist voll seiner Gnade, seiner Liebe. Amen. Er ist heilig. Er ist wunderbar. Halleluja. Er bleibt das Gleiche. Ich habe sie nicht verändert. Er bleibt Gott. Halleluja, der Allmächtige. Halleluja. Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du hier bist. Danke für die tollen Werte, die wir haben heute. Danke für alles, was du in unserem Leben tust gerade. Wir preisen dich, Herr. Wir bitten dich, dass du segne diesen Gottesdienst heute, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich bringe mein Leben vor dir und ich bitte dich, Heiligen Geist, dass du mir Gebrauch heute, dass dein, von meinem Mund kommen nur Worte, die von dir kommen, Herr. Und dass du mir den, auch den Wort geben, die ich brauche heute, Vater, in Jesu Namen. Amen. Es gibt keine schlechte Essen, wenn man hungrig ist, oder? Oder doch? Ich sage euch, ich habe eine Geschichte. Als ich in Indien war, die Zeit, wo ich in Indien war, wir haben ein Team, ein Outreach-Team, ein Mission-Einsatz-Team nach ganz tief in das Dorf von Indien geschickt. Und ich soll da zwei Monate bleiben. Und das war richtig, richtig schwierig. Alle weiter und Dschungel herum und viele kleine Dörfer, die man laufen. 5-7 Stunden, bis du zu dem nächsten Haus bekommen oder kommen. Und so, nach einem Monat bin ich dann zu dem Team gegangen, zu besuchen. Na, das macht jeder Leiter. Dann bin ich da gegangen und die erste Woche war so, habe ich gemerkt, dass das Team sehr gelitten hatte, war kalt, war kein Wasser, war, die haben nur eine Tapé, wie ich sage in Brasilien, aber in Portugies, in Deutsch weiß ich nicht, eine kleine, nicht Baracke, schlimm als Baracke, genau, nur eine Hütte, genau, so ein Raum, wo sie einfach alle auf Boden lag und eine kleine Herd, die wir die jemand zu denen gegeben hatte. Und das war's. Und dann kam ich und da war mit dem ganzen Team und dann schon eine
3 Tage schon war nur der Reis und das Dalbad, Reis und Dalbad. Und du kommst nicht mehr mit dem Reis, keine Salz, Reis und dann Chili, 2-3 Chilis, Grünchili. Und dann und diesen Dal, das nur Wasser ist, gelbe. Und das hast du gegessen. Und ich habe gesagt, Menschenherr, ich brauche etwas anderes. Na, und da war wir unsere Situation. Aber dann eines Tag, in der vierten Tag ist jemand in die Stadt gegangen, sozusagen, in ein anderes Dorf, und einen Marktplatz gegangen. Und da habe dann die Innerei von den Fischen, die Leute einfach wegschmeißen, die haben alles genommen, so, ich glaube, das war ungefähr 1 Kilo Innerei, und die haben gebracht. Und als ich das geguckt habe, ich habe nicht was alle Stammleute von verschiedenen Stammen in Nagaland, die essen alles, was Lob und Atmen, die essen das. Na, alles, was sie bewegen, die Stämme, die essen das. Und da, die haben dann diese Innerei genommen und ich habe gesagt, oh, vielleicht die machen ihre Essen, weiß ich nicht. Und die haben diese Innerei, die haben 4 Kartoffeln auch gebracht und die haben diese Kartoffeln gekocht. Das war dann Kartoffelbrei mit dieser Innerei zusammen, war alles so. Und dann plus Chutney, das ist ein Gewürz, das gibt nur in Nagaland, es gibt nirgendwo andere. In der Welt gibt es diese Gewürze nur in Nagaland. Und das war, und viele Chili. Und ich sage euch, das war gut. Das hat gut geschmeckt. Ich habe gesagt, ich probiere ein bisschen. Na? Und jeder so, aber ich habe das probiert und das war lecker. Das war gut. Ich habe alles gegessen. Nicht alles, was in meinem Teller war. Ne? Und, aber das war interessant. Man isst, es gibt kein schlechtes Essen, wenn man Hunger isst. Wenn man Hunger hat, isst man alles. Ne? Und weil mein Thema heute ist, geht in Essen, ich rede über ein leckeres Essen, die wir hier in Deutschland auch essen. Und das ist auch lecker. Besonders wenn meine Frau das zu Hause kocht, da esse ich gerne Linsensuppe oder Linsengrün. Ne? Magst du auch? Ich merke lecker. Und mit den Würsten, das ist auch super. Und da mag ich das richtig lecker. Meine Frau kann das richtig gut kochen. Mit Spätzle oder mit Reis, mir ist egal. Die Hauptsache schmeckt. Das ist keine Innerei vom Fisch, das ist richtig, das schmeckt richtig. Ne? Aber heute geht es mein Thema heute in eine Linsensuppe. Ich glaube, ihr kennt schon alle die Geschichte, was ich reden werde. Ich lasse hier, dass ihr einfach seht, dass ihr nicht vergessen, wer möchte nach Hause, nehmen nach dem Gottesdienst darf gerne. Markus? Wenn du möchtest, ist deine. Möchtest du? Gut, dann ist deine. Nach dem Gottesdienst, bitte. Ne? Hast du schon deine Mittagessen für heute? Ja. Hä? Ich möchte mit euch ein Wort in 1. Mose, Kapitel 25, 27 bis 34 lesen. Und die Jungen wuchsen heran, Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagt Jakob, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagt, siehe, ich gehe doch den Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht. Jakob aber sagte, schwöre mir heute,
Da schwor ihm er ihn und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und eine Gerichte Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtet Esau das Erstgeburtsrecht. Kannst du dir vorstellen? Hier vielleicht bekommst du mehr, ne, zu essen. Was war die Erbe von einem Erstgeborenen? Geistliche Leiter, ja, und Oberhaupt der Familie, doppelte Erbteile zu erhalten, den Segen des Bundes, den Gott Abraham versprochen hatte, zu erhalten. Alle diese Pakete stand in diesem Erbteil. Was mache Esau? Er hat alles das, seine ganzen Reich von seinen Eltern, seinem Vater, getauscht für eine Linsensuppe. Und ich mache mal denken, wie viel Esau haben wir in der Gemeinde, die wir tauschen, alles, was Gott uns versprochen hatte, für eine wenige, wie sagt man das, Befriedigung oder für einen Spaß oder für diesen Moment, wo ich bin, gerade wo ich durchgehe, nur für eine Portion von Linsensuppe. Und hier in dieser Situation, was ich sehe in Esaus Leben, war Verantwortungslosigkeit. Er war sehr unverantwortlich. Wann handeln wir unverantwortlich? Wenn wir Entscheidungen auf den Grundlage des Jetzt treffen und nicht über die Konsequenzen nachdenken, dass diese Entscheidung uns in Zukunft betreffen könnte. Das ist manchmal so bei uns. Wir denken nur jetzt gerade, aber wir überlegen nicht, was bringt das von Konsequenz in mein Leben? Was bringt das jetzt, wenn ich das tun mit meiner Beziehung mit Gott? Was bringt das? Esau glaubt nicht, dass diese Haltung seines Geburtsrechts in Zukunft gefährdet wurde. In dem Moment habe er nicht gedacht. Für ihn war so, mir ist egal, was bringt mir das Geburtsrecht jetzt? Gib mir einfach Essen, ich habe Hunger. Ja, ich möchte essen. Ich möchte essen, ich möchte das haben. Ja, und er habe nichts nachgedacht. Wie viele Menschen in der Gemeinde Jesus handeln heute wie Esau, unverantwortlich, und tauschen ihre Beziehung zu Gott gegen eine Teller Linsensuppe ein. Und ich möchte dich heute einfach besonders in diesem Punkt einladen, nachzudenken. Der Jahr ist gut zu Ende. Vielleicht hast du viele Entscheidungen getroffen, so Esau. Aber ich sage dir, es ist nicht zu spät, die neue Entscheidung zu treffen, die neue Entscheidung, diese Beziehung mit Gott zu vertiefen, diese neue Entscheidung zu sagen, ey, ich, Herr, möchte diese Linsensuppe nicht, ich möchte meine Beziehung mit dir zu vertiefen, ich möchte anderer sein, ich möchte ein Nachfolger dir zu sein. Welche ist die Linsensuppe, die vor dir steht heute? Vielleicht hast du vielleicht eine Linsensuppe vor dir. Zum Beispiel Unversonnenheit, Unvergebenheit. Manchmal wir leiden in uns, aber wir geben nicht auf, sagen, ich vergebe nicht. Jeanette werde ich spüre jetzt, wer Vicente ist. Und wenn sie kommen in die Gemeinde, guten Morgen, Vicente. Kennst ihr diesen, so, hier gibt es bei uns, preis den Herrn nicht. Ne?
vergebe Markus nicht, weil er hat mir nicht einen Rabatt gegeben für mein Auto. Ich vergebe nicht. Ich bringe mein Auto nicht mehr zu Markus. Ja. Ja, mach ich mal so. Vertauschen wir, weil wir uns stolz sind. Und dann schlafen wir an nichts auch. Und beten wir und Gott höre unser Gebet auch nicht. Und wir sagen, warum? Warum, Gott? Ja, solange du isst deine Suppe, kann er nichts machen. Solange du deine Linsensuppe einfach festhältst, sag, das möchte ich essen, das tausche ich. Kannst du nicht diesen Frieden Gottes bekommen oder begegnen. Und Jesus sagt zu dir, ey, lass los, vergib, versöhne dich mit deinen Nachbarn, mit deinen Geschwistern. In Kolosser Kapitel 3, Vers 13 bis 15 sagt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn eine Klage gegen die andere hat, wie auch der Herr euch gegeben hat, so auch ihr. Zu diesen allen aber ziehe die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in eurer Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einen Leib und seid dankbar. Ist nicht wunderbar, diese Bibelvers? Und warum machen wir das nicht? Wir bevorzugen keinen Frieden zu haben, als einfach zu sagen, ey, komm Markus, ich bringe mein Auto trotzdem, auch wenn du mir nicht Rabatt gemacht hatte. Ich vergebe dir. Oder Markus. Ja, ihr Lieben, durch diese Bande des Friedens, ja, bitte, achte das. Vielleicht ist keine Versöhnung da oder vielleicht ist keine Thema mit Versöhnung oder Vergeben, aber vielleicht hast du etwas anderes in deinem Leben, die du tauschst immer. Tauschst du immer. Und du weißt genau, dass du soll nicht diese Suppe essen, sondern dass du soll einfach deine Zeit mit Gott vertiefen. Oder Zeit mit ihm zu haben. Deine Beziehung zu ihm stark zu haben. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, das wissen wir, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelwelt. Wir wissen das ganz genau. Auswendig. Aber wie ist in unserer Realität? Wie ist unser tägliches Leben? Wie ist bei dir zu Hause? Wie funktioniert das? Wenn er sagt, mein Kampf ist nicht gegen meine Geschwister, ist nicht gegen Janette, und warum streite ich immer mit Janette? Warum streiten wir miteinander? Wenn er sagt, dass unsere Kämpfe nicht gegeneinander, sondern gegen diese Finsternis, die diese Welt beherrschen. Man bevorzugt die Pornografie zu schauen, als die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Man bevorzugt, Sex vor der Ehe zu haben, als kompromisslos mit Gott zu gehen. Ihr Lieben, das ist, ihr sagt, meine Kinder werden mir sagen, Papa, warum sprichst du so dieses Thema vor der ganzen Gemeinde? Weil das ist ein Thema, die uns beschäftigt in Gemeinde Jesu.
Und es ist ein Thema, die Gemeinde Jesus blockiert. Die Salbung des Heiligen Geistes in die Gemeinde blockiert. Das müssen wir aufräumen. Man bevorzugt, Schlechtes hinter den Rücken zu reden, als direkt mit der Person dies zu klären. Es ist einfach, hinter den Rücken zu reden, oder? Und dann nennen wir und sagen, Entschuldigung, Vater, das habe ich nicht gemeint, aber du weißt, was ich gemeint hatte. Ja, segne die Person. Welche Suppe nehmen wir? Oder wie viel Mal tauschen wir? Oder wir bevorzugen die Suppe, als mit Gott Beziehung zu haben. Und ich möchte dich heute ermutigen, einfach mehr und mehr von ihm wissen. Ich weiß nicht, vielleicht ist nicht keine von diesen Themen deine Situation heute. Vielleicht ist andere Suppe, aber du weißt genau, welche Suppe steht vor dir. Ich soll dann danach, du bekommst nur Brei. Soll ich stopp zu bewegen, ja. Wie viel kostet dir deine Gemeinschaft mit Gott? Wie viel kostet dir? Warum? Manchmal wir verpassen, dass wir bevorzugt einfach die Sache jetzt gerade, die uns begehrt und nicht denken, Menschen, wenn ich das tun, dann werde meine Beziehung mit Gott zu stoppen, blockiert. Na, danke. Und die andere Punkt, wo ich sehe hier in Esau, eine Hartnäckigkeit. Hartnäckigkeit, es gibt keine hier bei uns in der Gemeinde, die hartnäckig sind. Und Esau sagt zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin erschöpft, darum gab man in den Namen Edom. Und Vers 32 sagt, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen, was soll mir da das Essgeburtsrecht? Hartnäckige Menschen denken nicht viel über die Konsequenzen nach, die ihre Sturheit für ihr Leben haben könnte. Menschen, das ist sehr, sehr gefährlich, besonders in den Diensten, wo wir machen, wo wir dienen. Wir machen mal, möchten nur meine Will, soll ich, nur was ich möchte. Und wir hören nicht, was Gott möchte für uns. Weil einfach, wir sind die Sturheit, wir sind stur. Ja. Menschen mit einem hartnäckigen Herzen neigen dazu, schlimme Konsequenzen zu haben. Ich denke, dass dies die schlimmste Konsequenz ist, die eine Gläubige im Leben ernten kann. Der Herr sagt, er habe solche Menschen gegeben, um die Konsequenzen ihrer Sturheit zu ernten. Esau hat nicht viel nachgedacht. Er wollte einfach seine Wille durchziehen und verlor sein Erstgeburtrecht. Und ich glaube, das brauchen wir jeden Tag. Vater, ich möchte, dass du wir, so wie wir gebetet oder wir gesungen hatten, die erste Lieder. Ja, die Herrschaft ist dein. Ja, und manchmal, wir lassen oder wir versuchen, unser Leben selber zu herrschen. Aber wir sollen Gott einfach den Raum geben in unserem Herzen zu sagen, hey, du bist der Herr. Du regier in mir. Du regier in meinem Herzen. Hier gebe ich dir mein Herzen. So verachte Esau das Erstgeburtsrecht. Wenn wir hartnäckig sind, unser Willen und nicht den Willen Jesus tun,
verlieren wir die Gemeinschaft mit ihm, weil wir den Heiligen Geist betrüben. In Apostelgeschichte, das ist die Geschichte von Stephan, bevor Stephan gestorben ist. Menschen, er habe die ganze Geschichte erklärt zu allen, aber die war so stur, die Leute war so blind, die war so rebellisch, die wollten nicht hören. Ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt allerzeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Ja. Und manchmal, wir möchten nicht hier hören, was Gott uns sagt. Wenn jemand zu uns etwas sagen, dann nehmen wir schon persönlich. Weil wir möchten einfach bleiben in diesem Weg, wo wir gerade laufen. Und Gott sagt, ey, dieser Weg ist nicht richtig. Kehr um zu mir. Kehr um zu mir. Lass diese Linse da. Komm zu mir. Ich gebe dir mehr. Ich habe mehr für dich. Wie viel kostet dir die Beziehung mit Jesus? Lass dich nicht vom Teufel dazu bringen, deine Rechte zu nehmen und alles zu verlieren, was der Herr dir gegeben wollte. Nimm diese Suppe, die vor dir steht, nicht an, auch wenn sie so gut und lecker aussieht. Gott hat Großes mit dir vor. Denke nicht an das Jetzt, sondern an die Verheißung, die er dir gegeben hat. Denke nicht jetzt. Du kannst sagen, wir sind, aber es ist schwierig, manchmal, ich kann nicht. Ich kann nicht mehr kontrollieren. Jesus ist für dich da. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Er hilft uns. Ich habe diese Woche, diesen Bibeltext, wo du dein Kreuz, ja, nimm dein Kreuz und folg mir nach. Manchmal vielleicht denke ich, ja, ich nehme mein Kreuz alleine. Nein, er ist mit dir. Er hilft dir. Wenn du durch Wasser gehst, er geht mit dir. Er lässt dich nicht sinken. Er halte dich fest in seine Hand. Aber ruf ihm in deine Not. Versuche nicht mit deinem eigenen Kopf versuche durchzubrechen oder durch deine eigene Kraft. Es ist nicht durch die Macht oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Ja, er hilft dir, er hilft uns. Er ist da für dich. In jeder Situation, egal welche Situation du durchgehst, er geht mit dir. Er hilft dir. Aber er gibt dir die Möglichkeit zu entscheiden, Entscheidung zu treffen, zu sagen, entweder meine Geist, meine Salbung über dich oder die Suppe. Was möchtest du? Und wie viel Mal wir einfach tauschen das, einfach bevorzugt die Suppe als die Beziehung mit Gott. Ich möchte dir ermutigen, renne zu ihm. Und auch wenn du in dieser Phase bist, wo du sagst, Vicente, ich spüre gar nichts mehr, ich öffne die Bibel, ich lese, ich verstehe gar nicht, ich weiß nicht, was es passiert. Ey, gib nicht auf. Auch da. Nehme nicht die Suppe. Renne zu ihm, sag, egal, was in mir jetzt passiert, Herr, ich bleibe bei dir, weil bei dir bin ich in Geborgenheit. Bei dir finde ich Frieden. Bei dir finde ich Vergebung. Bei dir, ich weiß genau, wenn ich etwas in die Rücke von Carola sprechen werde, dann, besser kläre ich mit Carola. Amen, Carola? Halleluja. Das ist der richtige Weg. Lass die Suppe da. Aber lass uns nicht diese Suppe mit der Gemeinschaft mit dem Gott tauschen. Amen. Gott sei mit euch. Du kannst in deinem Platz bleiben, aber lass uns aufstehen, da wo du bist. Und lass uns die Zeit jetzt einfach nehmen. Vielleicht
Vielleicht noch, du weißt genau, was für eine Suppe steht vor dir. Und du hast den Entscheidung zu treffen. Du hast die Möglichkeit, entweder nimmst du die Suppe wie es auch, weil du Hunger bist vor dieser Sache, oder nimmst du den Weg, wo Jesus zu dir zeigt gerade. Eine musst du nehmen, du kannst nicht die beide, nur eins. Halleluja. Halleluja. Vater, wir kommen vor dir als Gemeinde. Da, wo wir aufräumen müssen, Herr, ich bitte dich, dass du einfach zu uns sprichst, Herr. Zeig. Vater, ich bitte dich, dass du uns einfach schenke diesen Durst und Hunger für dich, Herr. Mehr und mehr. Dass wir nicht einfach so tauschen, diesen Beziehung zu dir für eine Linsensuppe, Herr. Ich bitte dich, dass du uns segne, dass du uns hilfst, dass du uns, ja, dass du uns erneuert. Ich bitte dich, dass du uns heilig, dass du uns vergib, Herr, als Gemeinde. Da, wo wir Fehler gemacht hast, Herr. Da, wo wir nicht sauber waren, da, wo wir einfach die Entscheidung getroffen hatten, diese Superlinse zu nehmen und nicht deine Stimme zu hören, Vater. Vater, ich bitte dich, dass du uns segnest als Gemeinde. Wir sind deine Gemeinde. Wir brauchen dich, Jesus. Du bist der Herr. Du bist der Herr deiner Gemeinde. Du regierst in deiner Gemeinde. Wir möchten, dass du das Zentrum bleibst in unserem Leben, Herr. Hilf uns. Gib uns die Weisheit. Zeig uns, offenbart uns, Herr. Alles, was wir brauchen heute Morgen. Hilf uns, diese Suppe nicht anzunehmen, Vater. Diese Sache nicht reingehe, sondern hilf uns, die Kraft zu haben, zu dir zu kommen, bei dir zu sein, unser Geist zu stärken. In Jesu Namen. Segne uns als Gemeinde. Amen. Amen. Halleluja. Die Gnade unseres Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Amen. Gott segne euch. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.